Es beginnt. Der Sieger der zweiten Hälfte aus Koblenz kommt. Der Applaus bitte für Felix Bartsch! Dankeschön. Ich war im August letzten Jahres, war ich in Berlin auf einen Themenslam eingeladen. Es ging um das Thema Bärte. So. Ja, ich weiß, es ist ein seltsames Thema für mich. Ich glaube, ich wurde eingeladen wegen meines Nachnamens Bartsch, den ich übrigens mit einem pädophilen Serienmörder der 50er Jahre teile. Das ist in keinster Weise lustig, aber lacht ruhig mal. Mich hat ein Taxifahrer damit mal verarscht, aber das ist eine andere Geschichte. Und aufgrund der optisch-haptischen Gegebenheiten meines Gesichtes natürlich auch. Ich habe mir damals extra für diesen Slam einen Bart wachsen lassen. Also ich habe gedacht, okay, du wurdest jetzt 3 Monate vorher angefragt, jetzt rasierst du dich bis dahin einfach nicht mehr und sah so aus. Spitze gelaufen, die Geschichte. Und dann habe ich einen Text für diesen Wettbewerb geschrieben, in dem ich davon erzähle, wie ich meinen Bart verloren hatte. Ich hatte nämlich früher mal einen und jetzt ist er weg. Der Anfang des Textes ist angelehnt an Kafkas Verwandlung. Der Rest ist ein dreistes Plagiat. Der Text heißt Die Verwandlung. Als Felix Bartsch eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Nacktmull verwandelt. Was ist mit mir geschehen? Dachte er, es war kein Traum. Bärte sind gut, Bärte sind wichtig. Hast du keinen Bart, dann bist du ein schlechter Mensch, sagte meine Großmutter immer, während ihre Finger sich verspielt in ihrem Damenbart verloren. Sie fügte hinzu, auch bei Frauen, nein, gerade bei Frauen. Heute Nacht habe ich hingegen meinen Bart verloren. Das ist so eine dieser Geschichten, von denen man immer wieder im Fernsehen hört und von denen man glaubt, dass sie einen selbst ja niemals betreffen könnte. Schließlich ist man ja bärtig und somit automatisch unverwundbar. Wie oft habe ich schon Messerstiche oder Pistolenkugeln alleine durch mein kettenhemdartiges Geflecht aus Kinnhaar abwehren können. Außerdem stamme ich aus einer langen Tradition von Bartträgern. Mein Vater ist Bartträger, ebenso wie seine Mutter und Oma, sowie meine 18 Schwestern. Und jetzt sitze ich hier, nackt, so wie Gott mich schuf, auf meinem Teppichboden und weine. Da fängt das Elend schon an. Ich habe in meiner Zeit als Bartträger noch nie geweint. Da konnte man mir mit einer rostigen Kreissäge die Kniescheibe entfernen, während ich versuche, mit einem Löffel Zwiebeln zu schneiden und dabei im Fernsehen zeigen, wie ein trauriger Clown gezwungen wird, Robbenbabys wegzukloppen. Es tat sich nix. Und jetzt ist mein Bart weg und mit ihm meine Männlichkeit. Mit viel Glück kann ich mir jetzt einen 3-Tage-Bart in 18 Wochen wachsen lassen, der dann wie ein sanfter Flaum von Edelschimmel meine knabenhaften Gesichtszüge verdeckt. Aber das ist ja im Endeffekt auch alles Käse. Mein Familienursprung geht direkt auf die Wikinger und Freibeuter zurück. Damals war ein Bart ein Zeichen von Freiheit und ungezügelter Männlichkeit. Mein Ur-Ur-Urgroßvater Bart Bartsch lernte die üppige Gesichtsbehaarung zu schätzen, als er sich ein Jahr lang auf Piratenschiffen als Lustknabe die Zeit verdingen musste. Er war so vernarrt in die Bewucherung der Kindpartie, dass er nach Verlassen des Schiffs sofort die dicke Bartha, ihres Zeichens die bärtige Lady beim Roncalli-Zirkus für Absonderlichkeiten zur Frau nahm. Zusammen zeugte sie 3 Kinder. Bart Garfunkel, Napoleon Bonaparte und D'Artagnan. Letzterer bildet gemeinsam mit Dumbledore und Gandalf das Konglomerat der 3 Muskeltiere. Eine beinharte Prügeltruppe, haarig von den Hobbitfüßen bis zu den buschigen Augenbrauen, die ein bisschen so aussehen, als hätten die 30 extrem langhaarige Zwerghamster über die Augen getackert. Dieser Ur-Ur-Urvorfahre gilt übrigens auch als Erfinder des Spieles Bart. Bei dem Spiel stellt sich ein glattrasierter Mensch vor eine Wand und wird so lange mit fellbeklebten Dartpfeilen beworfen, bis sie wie ein Vollbart sein Gesicht bedecken. Eine Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Und jetzt sitze ich hier. Die Schande der Familie, der unbedeckte Fleck des Stammbaums, der kahle Ast auf dem Boden und präsentiere der gesamten Welt mein Kinn. Das geziemt sich einfach nicht für eine Lady. Als letzte Hoffnung bleibt mir nur noch Haarwuchsmittel, doch nachdem ich die gesamte Flasche auf Ex leer getrunken habe, bleibt mir nicht mehr als eine pelzige Zunge und das permanente Gefühl, ein Haar im Rachen kleben zu haben. Ich möchte meine Verzweiflung herausschreien, doch seit ich wieder wie Kevin von der Kinderriegelverpackung aussehe, ist meine Stimmlage 5 Oktaven höher und heraus kommt nur eine Art Eunuchengesang, der zwar Vögel anlockt und die Scheiben zum Klirren bringt, aber keinesfalls meiner epischen Wut Ausdruck verleihen kann. Ich bin also Teil eines Clubs, in den ich niemals rein wollte. Einer von den Männern, die ihre feminine Art und Gesichtszüge nicht hinter einer Tarnung aus Fellimitat verstecken können. Die Art von Männern, die glaubt, eine Liegestütze seine komfortbringende Kissenart, ähnlich einem dieser flauschigen Nackenhörnchen, die ich übrigens voll spitze finde. Die Art von Männern, die sich vom Branntwein fernhält, weil ihnen der Wein schon so viel brennt. Und überhaupt die Art von Mann, die schon einmal das Wort Nackenhörnchen in einem positiven Zusammenhang verwendet hat.
Leider habe ich wohl keine andere Wahl, als mich meinem Schicksal zu fügen und gemeinsam mit allen anderen bartlosen Babyfaces in Nanuchen Choral unserer eigenen Nationalhymne einzustimmen. Ich wär so gerne bärtiger, es tut mir mehr weh als euch, dann wär der Trockner nicht so schwer. Ich wär so gerne bärtiger, voll männlich her. Ich wär so gerne bärtiger, dann wär mein Bizeps sehr dicker. Ich wär so gerne bärtiger und frag mich, wer entscheidet eigentlich darüber, was gut aussieht und was man da doch besser auszieht? Wie man sich seine Frisur macht und ob man über deine Figur lacht. Bist du denn mit Schnurhaar, Schnurstracks der schickste im Flitzer im Fuhrpark oder verlässt du besser das Haus nur nachts? Bist du der tollste Hecht im Karpfenteich oder voll gestresst beim Bartvergleich? Zwischen Trendscouts im Penthouse und Bartlos in Barklos liegt manchmal nur ein winziges Barthaar. Ist es Stumpfsinn, dass die Modetrends so hoch geschätzt von uns sind? Soll doch jeder tragen, was er will und sein, was er will. Denn am Ende des Tages kommt es nicht auf den Bart an deinem Kinn an, sondern auf den Bart in deinem Herzen. Und das ist wirklich eine ziemlich beschissene Metapher, weil Barthaar die Arterien verstopfen würde und somit ziemlich sicher zum Herzinfarkt führt, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ich jedenfalls kaufe mir jetzt erstmal einen anklebbaren Vollbart. Dankeschön. Das war Finalist Nummer 1, Felix Bartsch.